schlafen. Go fresh, mo dirty shit, was los, Alter, Berlin? Balladen, viel Herz, viele Arme oben. 20.000 Menschen gedrängelt und versucht, was zu sehen. Yo, was geht ab, was geht ab? Erster Tourstop in Berlin. Echo Freezio und Motrip sind am Start. Ich freue mich sehr. Cool, dass wir hier sein können. Cool, dass wir so anreisen. Und cool, dass ihr dabei seid. Jetzt zeige ich euch einmal den Bus. Wir haben hier erstmal das Tourplakat natürlich mit Freezio und Motrip. Yes, das ist richtig winning. Ansonsten natürlich hier die Beschriftung. Vielen Dank auch an Echo Beats und Verben, dass sie uns den Tourbus so geil beklebt haben. Und jetzt zeige ich euch mal drin, was abgeht, oder? Hier ist der gute Axel, der ist unser Fahrer. Axel, hast du was zu sagen zu den Fans? Noch nicht. Okay, noch nicht. Ich zeige euch jetzt den Rest des Busses. Ich habe gehört, wir besorgen uns eine Playsee 3 noch. Und hier werden heftige FIFA-Turniere stattfinden. Aber erstmal die Arbeit, dann das Vergnügen auf jeden Fall. Genau, wir sind ja gerade erst losgefahren, gestern die ganze Nacht durchgefahren und jetzt waren wir im Hotel. Ja, ich freue mich auf Berlin, ich freue mich auf die ganze Tour. Check den Shit aus. Leute, seid ihr bereit oder nicht? Ja, Echo, weißt du noch, als wir hier einmal essen waren? Therapie. Weißt du noch? Das juckt gar keinen. Da haben wir auch noch die Dings gesehen. Nur der Trip interessiert sich für mich. Guido, weißt du? Er hat gestern mein Gehirn gewaschen, das hier. Positiv. Nur positiv natürlich. Auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall ausgeschlafen. Wir sind, wie soll ich sagen, wir sind topfit. Und wir freuen uns auf unseren ersten Gig. Also wir gehen jetzt erstmal zum Soundcheck. Erstmal natürlich hier in Berlin werden wir es mal rocken. Und dann morgen sind wir in Hamburg. Ja, und dann geht's weiter. Der Ado Kojo ist wieder mal fett am Start. Hat irgendwie irgendwas wieder gemacht, keine Ahnung. Muss man jetzt. Alles gut, wir fahren jetzt zum ersten Gig zum Soundcheck. Und das wird heute ein fetter Auftritt. Wiederhol doch nicht immer alles, was ich sage. Du hast keinen eigenen Style. Check das aus. Hallo Leute, wir sind angekommen hier im Backstage-Bereich und kleines Catering, aber wir bestellen gleich noch was Warmes. So ist das Leben. Mal sehen, wer hier noch was bringt. Können Sie mal die Post anmachen. Viele Rockbands und Schneiderschuhe. Das ist okay. Ice Tea, Public Energy, Ice Cube. Hammer. Ja, mit dem Backstage bereit. Ich habe auch schon ein bisschen Hunger. Dann gucken wir mal. Machen wir mal einen geilen Soundcheck. Jo Leute, mein Name ist Ado Kojo. Wir sind hier auf der Tour gerade. Wir sind jetzt erste Tourstadt hier Berlin, die Hauptstadt. Hey, ja, yeah. Jetzt geht's zum Soundcheck. Synergy ist gleich dran. Da läuft ein neues Lied von mir vom Album. Peace out. Hier bei Echo Motrip Backstage, selbstverständlich, dass ich komme. Ich bin ja hier aus Berlin, gerade in die Ecke, hier im Columbia Club oder wie der Laden heißt. Und heute ist Action massiv. Handys runter, Hände hoch, vor der Tür geht das Gedränge los. Wir kommen auf die Sachen und die Menge tobt. Handys runter, Hände hoch, ich heiße das herzlich willkommen zur Legendenshow. Exodus und Embryo.
alter Schwede. Ich habe schon mitbekommen von den anderen Jungs, die sagen, das Publikum ist richtig geil drauf. Ich konnte leider noch keinen Blick erhaschen, aber ich bin schon ganz schön gespannt. Und du? Heute wird Berlin beben. Heute wird Berlin beben. Runter, Hände hoch, vor der Tür geht das Gedränge los. Wir kommen auf die Sachen und die Menge tobt. Handys runter, Hände hoch, ich heiße das scherzlich, willkommen zur Legendenshow. Exodus und Embryo. Handys runter, Hände hoch, vor der Tür geht das Gedränge los. Wir kommen auf die Bühne und die Menge tobt. Handys runter, Hände hoch, ich heiße das scherzlich, willkommen zur Legendenshow. Exodus und Embryo. Hallo, mein Name ist Visavi und ich war heute mit 16 Bars hier zu Besuch bei der Tour von Echo Fresh und Motrip und natürlich auch Sinan G und Joker und Ado Kojo und den anderen Leuten und es war schön. Wir haben Interviews gemacht mit Echo und Motrip, das solltet ihr euch angucken auf 16 Bars TV und ich habe gerade versucht, mir ein bisschen was von der Show anzugucken, aber es war schwer, weil es waren sehr, sehr viele Leute da. Es war unfassbar voll. Ich habe mich zwischen 20.000 Menschen gedrängelt und versucht, was zu sehen. Das, was ich gesehen habe, war sehr, sehr toll. Ja, viel Spaß noch, Jungs, auf der Tour und guckt euch das Interview an. Da erfahrt ihr nämlich, was Echo und Motrip so auf Tour gerne machen oder auch nicht machen. Berlin hat uns unglaublich herzlich empfangen. Ne? Das habe ich so nicht mal erwartet, muss zugeben. Voller Laden, viel Herz, viele Arme oben. Perfekt, ehrlich gesagt. Ich halte nur das Mikrofon die ganze Zeit einfach. Ja, aber sag mal, also, wie hast du das gesehen? Hammer, also was für ein Empfang. Ich schwör's, ich fand den Empfang absolut Weltklasse. Du? Tourauftakt, Alter, so krass. Das motiviert natürlich für die nächsten Gigs. Ich hoffe, ihr kommt alle vorbei. Berlin war rappelvoll und es macht Sinn, vorbeizukommen. Ich komme auch mit. Moin, sorry. Viel Spaß noch, Alter. Jo, Leute, ich bin geschafft. Es war ein unglaublicher Abend. Und ich bin am Arsch, was soll ich euch sagen. Es war Hammer. Berlin hat so krass gefeiert. Und damit muss man sich jetzt erstmal messen. Also die anderen Städte haben eine krasse Vorlage jetzt, das einzuholen. Was sagt ihr? Heftige Show, heftige Leute, einfach nur geil, die haben richtig Party gemacht, Mann. Ja, Mann, Berlin, ich feier Berlin. Ja. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich will aus Berlin gar nicht mehr raus. Die Crowd ist so geil gewesen, die Leute sind so krass abgegangen, das war unglaublich, Alter, und ja. Auf jeden Fall, wir danken hiermit nochmal Berlin und mal sehen, wie die anderen Städte so werden. Mann, ich halte das einfach nicht mehr aus. Im Exil zu sein, kein richtiges Essen, jeden Tag Reis, Bohnen. Die Prüfungen sind wirklich hart. Die Larissa, der Sinan, stolpert den ganzen Tag und geht einen auf den Sack. Und der Win, der Echo, der hat ihn schon geschlagen, Alter. Also. Ich bin mir nur so Energiebomben am reinballern, weil ich so müde bin. Hab zwei Tage nicht richtig gepennt, Alter. Liegt daran, dass der Ado mich nur voll labert mit seiner Scheiße. Den ganzen Tag, egal wo ich hingehe. Ado. Der erste Tag im Dschungelbus war sehr, sehr anstrengend. Ich sag euch direkt, ruft für Sinan an, der soll diese ganzen scheiß Aufgaben erledigen für uns. Ich habe schon überall Mückenstiche, überall sind hier Mücken. Das ist wie auf dem Splash hier. Man hört vielleicht im Hintergrund auch die ganze Zeit das Gesumme. Das ist schon hart. Wir sind jetzt hier im Camp. Wir haben, ja, zum Glück Feuerzeuge von 16 Bars Feuer gekriegt. Hey Leute, was geht? Ich bin Serge, der König vom Dschungel, Alter. Und wir sind hier gerade auf der Tour. Das ist unser erster Tag in Berlin gewesen, richtig geil. Aber bitte, bitte tut mir einen Gefallen, ruft für mich an, ruft für die anderen nicht an, ruft für mich an. Ich werde bis zum Ende das durchziehen. Die bisherigen Tage haben mich sehr belastet, aber es kann nur besser werden. Ich freue mich auf die Prüfungen, also ruft für mich an. Tourprüfungen. Habe ich keinen Bock zu machen, ruft alle für Ado an, die Nummer steht hier unten, ich habe keinen Bock auf so einen Scheiß. Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht, bitte holt mich hier raus, dafür bin ich echt nicht gemacht und ich hoffe, ihr ruft nicht für mich an, danke. Ja und der Win, der Echo, war gestern hier wieder seine Moralpredigen am Halten, kennt ihn ja, was soll ich sagen? Der Ado will irgendwie nichts mit uns zu tun haben, habe ich das Gefühl. Onkel Egg, ja, der Oberlehrer hier, der auf wir alles natürlich ein Auge wirft und da, wo wir auch nicht so viel Scheiße bauen können, weil der Echo ja
Ihr wisst, er ist schon ein alter Sack. Ja, er lässt uns keine Scheiße mehr bauen, nix. Alles nur noch harte Regeln hier. Sinan, der alte Papagei, ist halt nur am Quatschen und ist am Hängen wie ein Affe hier im Bus. Ihr kennt ihn ja. Der kleine Search, der Searchy, der redet nicht. Der hat den neuen Kosenamen Tanja von uns bekommen. Ruft für den nicht an. Aber wenn ihr wollt, ruft auch für Sinan an. 090, 4x die 6. Für ihn könnt ihr auch gerne anrufen. Also der Search geht mir auch auf den Sack. Der ist so süß. Egal was er macht, den kann man gar nicht böse sein. Der ist so richtiger Süßer. So. Meine Mitbewohner kann ich eigentlich alle nicht leiden. Ruft für mich an. Ich bringe ein bisschen Stimmung in die Bude. Ruft für mich an. Ich würde gern drin bleiben. Die Nummer wird hier unten eingeblendet, glaube ich. Und was soll ich sagen? Meine Güte, das Mücken. Auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn ihr für mich anruft, dass ich noch 2-3 Tage hier im Dschungelcamp bleiben kann oder im Dschungelbus. Würde ich mich freuen. Ich denke mal so, dass ganz Deutschland hinter mir steht und auch nicht für mich anruft. Die lieben mich. Deutschland liebt mich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, Leute, ruft für Ado an. Lasst ihn alle Prüfungen machen. Die Nummer steht bestimmt hier unten irgendwo. Ich bin raus. Eko, wir haben alle Hunger. Bring die 5 Sterne mit. So Leute, ich muss leider heute zur Dschungelprüfung. Und die Prüfung ist auf einer ekelhaften Autobahn-Raststätte zu kacken. Ich habe nur einen Luxusartikel mitnehmen dürfen. Das war diese Tillerrolle. Und ich hoffe, ich überlebe das. So Leute. Ich habe die Prüfung bestanden. 5 Sterne. Und jetzt sagen wir es den anderen. Kommt zurück ins Camp. Hey! 5 Sterne! Du hast geschafft! Hey! Hey! Du hast die 5 Sterne Wahrheit! Stinkt zwar noch ein bisschen, aber egal! Geil! Okay, spontanes Konzert! Ganz spontan! Chimperator ist organisiert! Spontan! Alle Arme hoch! Hebt eure Arme! Spontanes Konzert! Hier! Yeah. Ich bin auf der Ich bin hier! Ey! Spontanes Konzert! Kommt nicht mehr! Chimperator for life! Was ist los? Was guckst du? Wir sind jetzt in Hamburg und sind alle da, Mojib und Joker, nehmen irgendwie was auf. Jetzt machen wir Soundcheck hier im Kaiserkeller. Runter, Hände hoch, vor der Tür geht das Gedränge los. Wir kommen auf die Sachen und die Menge tobt. Handys runter, Hände hoch, ich heiße das scherzlich, willkommen zur Legendenshow. Exodus und Embryo. Yo, was geht ab, meine Freunde? Ihr wisst Bescheid, wir sind auf Tour. Ich bin jetzt kurz vor meinem Auftritt in Hamburg. Ich mache den Opener wie immer. Was geht ab, Motorische Trip? Das hier ist Joker Music. Und wir sind in St. Pauli, auf St. Pauli in Hamburg und wir sind sehr aufgeregt, beziehungsweise ich, er ist immer gechillt. Wir gleichen uns schön aus, es geht jetzt im Moment los und es ist eine geile Tour bis jetzt und ich hoffe, es geht genauso weiter. Wir sehen uns live. Go, go, go!
Ey, was geht ab? Wir sind gerade von der Bühne runtergekommen, sind noch vollkommen durchgeschwitzt, gönnen uns jetzt ein schönes Feierabendbier. Also ich, du trinkst Feierabendwasser. Feierabendwasser und Hamburger zerlegt, ausverkauft. Heute hier in der großen Freiheit 36 und ja, es war wunderbar. Was sagst du, war Killer? Hat sehr Spaß gemacht. Gerade ist Echo und Serge auf der Bühne, die scheinen auch sehr viel Spaß zu haben. Serge reißt wieder einen miesen Double-Timer gerade, während wir reden. Der Junge hat richtig was drauf, finde ich. Und es hat sehr viel Spaß gemacht in Hamburg, wirklich. Ich komme immer sehr gerne nach Hamburg. Bis bald. Ciao, Kakao. Handys runter, Hände hoch. Vor der Tür geht das Gedränge los. Wir kommen auf die Sachen und die Menge tobt. Handys runter, Hände hoch. Ich heiße das scherzlich, willkommen zur Legendenshow. Exodus und Embryo. Yo, Mann, ich bin fertig. Ich habe die Show gemacht mit meinem Bruder Sergi. Und es war eine tolle Show. Also, ich war mit mir selber heute sehr zufrieden, weil ich gut durchgehalten habe von der Power her bis zum Schluss. Weil der Sound auch sehr gut abgestimmt war. Muss ich auch ein Props irgendwie, ein Kompliment an den Soundmann machen. Und ich bin zufrieden. Vielen Dank an alle in Hamburg. Ihr seid einfach geil. Jo, ich bedanke mich auch an jeden. War richtig geil. Und ja, nächstes Mal wird es bestimmt noch besser und noch besser. Also, wir sehen uns. Handys runter, Hände hoch. Vor der Tür geht das Gedränge los. Wir kommen auf die Sachen und die Menge tobt. Handys runter, Hände hoch. Ich heiße das scherzlich, willkommen zur Legendenshow. Exodus und Embryo. Handys runter, Hände hoch. Vor der Tür geht das Gedränge los. Wir kommen auf die Bühne und die Menge tobt. Handys runter, Hände hoch. Ich heiße das scherzlich, willkommen zur Legendenshow. Exodus und Embryo. Exodus und Embryo.